Hallo lieber Stier, herzlich willkommen auf meinem Kanal. In dieser Legung widmen wir uns dem Monat September 2023. Wir schauen mal, welches Thema sich hier für dich zeigen möchte, worum es hier bei dir geht im September. Etwas liegt hier im Verborgenen, eventuell für manche von euch eine Lernaufgabe. Kann sein, muss nicht sein, kann alles Mögliche sein, was hier im Verborgenen liegt. Wir haben hier für dich die Weggabelung, die sich hier zeigt. Noch zwei Zusatzkarten. Du wirst hier im September eine Entscheidung treffen. Vielleicht versteckst du dich ja auch hier im Verborgenen vor irgendetwas oder irgendjemanden und wirst hier die Entscheidung treffen, dich zu zeigen. Oder auch irgendetwas liegt hier im Verborgenen, wovon du noch nichts weißt. Aber definitiv wirst du hier einige Entscheidungen im September treffen müssen oder treffen. Es scheint hier, als gäbe es jemanden in deinem Leben, der dich zur Ruhe bringen kann, der dir gut tut. Wir schauen mal. Wir haben hier den Turmsturz, wir haben hier die Königin der Kelche. Fische, Krebs, Skorpion, 7 der Kelche, 10 der Münzen, 2 der Kelche. Etwas hatte dich in der Vergangenheit sehr, sehr, sehr belastet und du hattest eine schwere Last zu tragen. Das nimmt jetzt hier ein Ende. Das kracht hier alles zusammen sozusagen. Ich habe hier für dich auch einen Neuanfang stehen. Eventuell warst du auch verschlossen anderen Menschen gegenüber aufgrund von einer ganz, ganz großen Enttäuschung. Hier kommt auch die Klarheit auf dich zu im September. Du wirst hier auch wieder dein Herz öffnen. Illusionen erkennst du relativ schnell mittlerweile. Du hast dazugelernt. Du hast an deinem Selbstwert gearbeitet, Selbstliebe, Selbstwertschätzung, Entschuldigung. Du hast hier dran gearbeitet, beruflicher Erfolg oder materieller. Materiell bist du relativ gut aufgestellt. Überlegst hier noch, ob du dein Herz öffnen sollst einem bestimmten Menschen gegenüber, mit dem oder mit der du dir eine Beziehung vorstellen kannst. Die 8 der Stäbe, die 4 der Schwerter, die 9 der Münzen, Page der Münzen. Du
Du wirst hier aus deinem Rückzug hervortreten. Wie ich schon gesagt habe, es kann auch sein, dass dich das hier betrifft, dass du hier im Verborgenen bist und hier ins Licht trittst oder dich zeigst sozusagen. Du kommst hier aus deinem Rückzug heraus. Du hast an dir gearbeitet. Du bist in der Selbstliebe. Du bist in deinem Selbstwert. Du weißt, was du wert bist. Du weißt, was du möchtest. Du hast definitiv an dir gearbeitet. Du hast hier eine neue Perspektive im Blick oder ein Ziel vor Augen. Und du wirst dieses Ziel auch verfolgen im September. Eventuell hast du auch eine ungesunde Beziehung hinter dir. Du wirst hier auf jemanden zugehen oder jemand kommt hier auf dich zu mit einem Angebot, mit einem ernsthaften Angebot. Könnte eine Waage sein oder jemand, der bereits Kinder hat. Gefühle sind hier auch im Spiel. Dieser Mensch hat eine positive Einstellung, dieser Mensch ist sehr feurig unterwegs, ist hier auch in seiner Lebensfreude und vielleicht ist aber auch das, was hier für dich im Verborgenen liegt, dieser eine bestimmte Mensch. Wir haben hier auch die Wunscherfüllung, die sich hier zeigt. Somit kommt hier einiges auf dich zu, lieber Stier. Ich danke dir recht herzlich dafür, dass du zugesehen hast und wir sehen uns demnächst im nächsten Video wieder.